Hallo, hier ist wieder der Rolf. Ich möchte heute einmal die Zubereitung einer Quiche Lorraine zeigen. Dazu ist für den Teig 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, ein Ei, 2 Esslöffel kaltes Wasser und 125 Gramm weiche Butter oder Margarine. Für den Belag zunächst einmal 150 Gramm Speck, eine große Zwiebel, 600 Gramm Champignons, ich habe ein bisschen wenig, egal, und ein Esslöffel Zitrone. Und als Belag obendrauf noch Schnittlauch, 3 Eier, 200 Gramm Sahne oder Schmand, ein bisschen Pfeffer und 75 Gramm Käse. Und nun werde ich einmal die Sachen vorbereiten. Nun habe ich die Zutaten für den Teig verknetet und werde sie entsprechend der Größe der Form ausrollen, damit auch ein bisschen ein Rand noch besteht. Ich habe nun den Teig in der Form ausgelegt mit einem Rand. Anschließend kommt der Teig für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Inzwischen beginne ich mit dem Belag. Schinken, Zwiebel, Zitronensaft und Champignons. Nun werden die Zwiebel und das Rauchfleisch bzw. Speck angebraten. Dann wird die klein geschnittenen Champignons mit etwas Zitronensaft beträufelt. Nach dem Anbraten der Zwiebel und dem Speck werden die Champignons dazugegeben und mit etwas Schnittlauch bestreut. Das Ganze wird nun gemischt und auf den Teigboden gegeben. Nun werden die 3 Eier mit dem Käse, der Sahne und ein bisschen Pfeffer verquirlt. Die verquirlte Masse wird nun über den Teig mit Belag gegeben. Die Quiche kommt nun für 40 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Heißluftherd 160 Grad. Nach rund 40 Minuten habe ich die Quiche Lorraine aus dem Backofen geholt.